Es war mir ein Fest. Ich danke Ihnen. Am Donnerstag hat Marie-Agnes Strack-Zimmermann ihre letzte Rede im Bundestag gehalten. Dabei zeigte sich die FDP-Politikerin von einer sehr persönlichen und emotionalen Seite. Ich verlasse den Deutschen Bundestag mit großem Dank. Ich danke all denen, die mich begleitet haben. Meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und wie schön, dass ihr mich so gut wie alle nach Brüssel begleitet. Ich danke meiner Fraktion für euer Vertrauen und eure Freundschaft und dass mir vieles möglich machen. Ich danke den Kolleginnen und Kollegen in der Sozialdemokratie, bei den Grünen, bei der CDU, CSU. Ich habe in allen Fraktionen Menschen kennenlernen dürfen, die mein politisches Leben bereichert haben. Ja, ich weiß, manche atmen auf. Ich verspreche Ihnen, es ist keine Drohung, ich verspreche Ihnen, dass ich mich, wenn es um Frieden und Freiheit geht, immer laut zu Wort melden werde. Und last but not least, danke ich meinem Mann, ich danke meinen Kindern und meiner großen Familie und meinen Freunden, die diesen Weg mit mir gehen. Jeder hier in diesem Haus weiß, wie kostbar das ist, einen solchen Rückhalt zu haben, ohne den diese Arbeit hier manchmal nicht zu leisten wäre. Strack-Zimmermann bezeichnete es als historischen Fehler, dass die damalige Bundesregierung 2008 der Ukraine den NATO-Beitritt verweigert habe, Zitat, in der Annahme, Putin bliebe dann der friedliche Nachbar und Handelspartner. Die FDP-Politikerin nutzte ihre 10-minütige Redezeit aber auch, um vor der AfD und anderen rechten Parteien zu warnen. Diejenigen, die Hass und Ressentiments bedienen und brutal Grenzen überschreiten, sind wieder da, national und international. Und wir hier müssen heute Verantwortung übernehmen, damit das, was jahrzehntelang aufgebaut worden ist, nicht in kürzester Zeit zunichte gemacht wird. Strack-Zimmermann wurde bei der Europawahl im Juni als Spitzenkandidatin der FDP ins Europäische Parlament gewählt.